Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, es sind... So, komm mal schön her. Genau, komm mal schön her. Der Leune. Es ist wirklich ein weißer Leune und hier sind ganz viele berittene Bockblins. So, Achtung. Und Schnauze. So, die größte Gefahr direkt eliminiert, weil ich bin nicht verrückt. Kommt ja mal gar nicht in Frage. Oh je, da oben ist ja nochmal so ein Geschütz. Nochmal so ein Geschütz. Wäre schön, wenn das Geschütz die Bockblins abballern würde. Das wäre irgendwie ziemlich geil. Ja, genau. Super. Genau so habe ich das auch gemeint. Genau so. Ja, sehr schön. Schön unterhalb der Schusslinie bleiben. Ich kümmere mich erstmal um das Geschütz. Also gut, dass ich nicht alle antiken Fälle verballert habe. Sorry, aber es ist wirklich... Ich habe die größte Gefahr damit mit einem Schlag eliminiert, weil gegen den hätte ich eh keine Chance gehabt. Erstens habe ich nicht mehr wirklich viele gute, starke Waffen und weiße Leuen sind in etwa beinahe schon so schlimm wie die Silberne. Okay, da ist noch eine Truhe. So, das heißt, ja, das Geschütz wieder genauso besiegen wie letztens. Kuckuck. Oh, Alter, was macht der? Was macht denn der? Hör auf damit! Oder schießt er auf die Bockblins da unten? Ist doch egal. So, was haben wir noch so? Ah ja, stimmt ja, mein Eisgroßschwert habe ich immer noch. Kann ich dem auch reinballern? Ah, Vorsicht! Nein, das machst du nicht! Das machst du gefälligst nicht! Ich hoffe, das ist das einzige Geschütz hier oben. Ich hätte auch kein anderes gesehen. Und es ist hin. Ja, das ist das einzige. Und sonst muss ich eigentlich nur noch mal die Typen da unten töten. Tja Leute, dann habe ich es eigentlich schon so gut wie geschafft, weil die können sowieso einpacken. Ich habe hier nämlich noch Elektropfeile zum Beispiel. Oder warte mal, ich hole mir erstmal die Truhe. Was ist denn in der Truhe drin? Was ist denn da drin? Hm? Bombenpfeile. Na wunderbar. Dann werde ich gleich mal die benutzen. Oh, Vorsicht. Nein. Du Arschgeburt. Ficke dich. Arschloch. So, das war jetzt ein Glück. Das ist ja nur ein normaler. Das sind alles normale, oder? Oder sind da schwarze Bockblins auch dabei? Ich meine, das sind dann eh total schwache Typen. Die sollen einen wahrscheinlich nur ablenken vom eigentlichen... So, hier, die können eh nichts machen. So, komm. Schön ein bisschen zusammentreiben. So, hier. Bombenpfeil. Bombenpfeil. Boom. So. Geht man alles schön scheißen. Du auch. Da vorne. Oder da. So. Feuerpfeile habe ich noch. Ich habe immer noch... Was? Ich habe immer noch einen Zugpfeil übrig? Wie geht das? Na klar, weil ich bei dem... So. Ach, da ist noch einer. So, Schnauze. Ach, da hinten ist auch noch einer. Da ist auch noch einer. Elektropfeil. So. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das jetzt wirklich die allerletzte Ebene noch mit Monstern. Und das heißt, ich habe es geschafft. Holy shit, das war echt heftig. Das war echt heftig. Es müsste wirklich so sein, ja. Es müsste jetzt wirklich die letzte Ebene gewesen sein. Die 24. ist bereits die mit dem Masterschwert, Leute. Das heißt, es war ein voller Erfolg. Da essen wir doch direkt nochmal was drauf. So, hast du dir verdient. Lecker, lecker. Oh, Leute, ich bin so froh, dass ich das geschafft habe. Es hat teilweise... Ja, jetzt noch ein Ritter Zweihänder. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Die Pferde, völlig egal. So, Stahlexalche, was soll ich damit eigentlich? Ich brauche das alles nicht mehr. Ich hab's einfach mal geschafft. Und wie gesagt, es ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt, dass ich den blauen und auch den weißen Lorn mit einem antiken Pfeil getötet habe. Ich hätte nichts gegen die ausrichten können. Ganz ehrlich, so gut bin ich nicht bei denen.
Vor allem nicht mit der Ausrüstung. Die hätten mich sowas von zerlegt, hat man bei den Blauen schon gesehen. Das wollte ich mir bei den Weißen jetzt nicht nochmal antun und deswegen drauf geschissen. Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's echt geschafft, Leute. So, und jetzt geht's bis da nach oben hin, wo diese ganzen Mönche drin sitzen. Oh, Leute, das war so heftig. Das war teilweise wirklich richtig krass heftig. Ich bin echt froh, dass ich das geschafft habe. Aber ganz ehrlich, ohne die antiken Pfeile, ich hätte es wahrscheinlich schon gegen den blauen Leunen abgestunken. Aber der weiße jetzt zum Schluss war ja nochmal, das war ja nochmal die Krönung. Ein weißer Leune. Wobei natürlich die fliegenden Geschütze, das war auch ein bisschen lästig. Gut, dass ich den einen da noch mit den Bombenpfeilen und dass ich den dann doch noch runtergekriegt habe. So Leute, das heißt, wir bekommen jetzt endlich unsere Belohnung. Wir bekommen das wahre Masterschwert mit seinem wahren Licht und mit seiner maximalen Angriffspower. Und das dauerhaft. Das habe ich mir auch wirklich redlich verdient. Ja, da sitzen sie alle. Und es sind interessanterweise genau 7. Wahrscheinlich doch irgendwie Easter Egg-mäßig eine Anspielung an die 7 Weisen aus Ocarina of Time. Habe ich irgendwie so ein bisschen im Gefühl, obwohl die sich alle ähnlich sehen. Du hast die Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Auftrag der Göttin Hylia erschufen wir diesen Schrein der Prüfung. Nur wer die Prüfung des Schwertes besteht, ist dieser heiligen Waffe würdig. Nun besitzt der Held die Kraft, die Verheerung zu besiegen. Somit ist unser Dienst erfüllt. Höre uns an, Held. Das wahre Licht des Masterschwertes liegt nun in deinen Händen. Nutze es, um Hyrule zu bewahren. Und das werde ich natürlich. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt und ich habe meine Prüfung bestanden. Also Leute, holen wir uns endlich das wahre Masterschwert. Da bist du ja wieder. Nun besitzt du die körperliche und geistige Stärke, die volle Kraft des Masterschwertes zu beherrschen. Wirklich beeindruckend. Endlich haben wir es geschafft, Leute, das Masterschwert. Diese legendäre Klinge hier, dieses Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen, die Verehrung zu bekämpfen. Die Prüfung des Schwertes hat sein wahres Licht entfesselt. Angriffsstärke 60... Also so, wie es normalerweise nur in der Nähe von Wächtern und innerhalb der Titanen und Schloss Hyrule gewesen wäre, ist das jetzt immer der Fall. Ich werde es aber, glaube ich, weiterhin nicht unendlich oft verwenden können. Es wird wahrscheinlich trotzdem noch seine Powerfälle, wenn ich es so oft benutze, aber
Damit kann ich leben. Jetzt bist du wirklich der Gebieter dieses Schwertes. Sein heiliges Licht steht dir wirklich gut, muss ich sagen. Ich werde deine Reise von hier weiter verfolgen. Die Hohepriesterin. Ich bin mir sicher, sie stand dir bei dieser Prüfung unsichtbar zur Seite. Das kann natürlich gut sein. So, Prüfung des Schwerts geschafft. Endlich. Alles wird das anfangen. Es leuchtet jetzt dauerhaft so schön geil und hell und grell und einfach nur super. Und ich glaube, dieses Funkeln, dieses Geräusch, das war garantiert Fae. Die ist ja immer noch da drin in dem Schwert. Schon seit dem Ende von Skyward Sword ist die da drin, aber die hat ziemlich lang geschlafen. Ne? Ich meine, sie wird nicht mehr rauskommen, aber ich glaube, irgendwie Zelda konnte ja die Stimme doch irgendwie so ein bisschen wahrnehmen und Link auch. Ist das nicht geil. So, da ist es jetzt. 60 Angriffskraft, das ist einfach nur geil. Ich gehe aber auch davon aus, dass natürlich die Haltbarkeit bedeutend erhöht sein wird. So, ich habe jetzt natürlich wieder sämtliche Waffen und Ausrüstung, alles wieder zurück, ist alles wieder da, richtig super geil. Und ja, damit kann ich den Part wunderbar beenden. Ich könnte natürlich jetzt jederzeit mich wieder den Prüfungen stellen, aber wozu? Verliere ich ja dann wieder alles. Ich meine, nee, komm, einmal hat mir das echt gereicht. Also, ich hau mich jetzt nochmal kurz aufs Ohr. Das habe ich mir auch verdient. Ja, Aviadel, willkommen im Namen des Dekobombs. Hab ich ein Bettes Blättern für dich gemacht hier. Kannst dich hinfläzen, nach herzenslos kacken. Na dann, ich will kacken. Und zwar bis morgens. Ja, bis morgens, also gut, dann kack schön. Guten Morgen, Prostmahlzeit. Ein Frühstück bekommst du beim Pilzpendler nebenan. Ob müde oder nicht, ich hoffe, du kommst mal wieder zum Kacken vorbei, ne? Sicher doch. So. Alles klar, Leute. Ich brauche eigentlich auch nichts kaufen, ist alles unnötig. Es war übrigens gerade schon wieder Blutmond, aber das interessiert mich auch nicht mehr länger. Ja, hier. Nebenaufgaben abgeschlossen. 83 von 83. Du hast die harte Prüfung des Schwertes bestanden, besitzt nun die körperlichen, geistigen Fähigkeiten, die vollständig gemacht, das Masterschwert zu nutzen. Sicherlich stand Prinzessin Zelda dir bei dieser Prüfung unsichtbar zur Seite. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Deswegen auch die wundersame Stimme oder irgendwie so. Obwohl, das waren eigentlich eher die Priester. Ja, ich weiß natürlich, Hauptziel abgeschlossen. Ich könnte jetzt nochmal Ganon besiegen, aber das habe ich ja schon mal gezeigt. Ist ja unnötig, das nochmal zu machen. Tja, Leute. Das war's eigentlich soweit mit DLC 1. Das Wichtigste wäre somit gezeigt worden. Das Einzige, was noch fehlt, ich weiß nicht genau, ob ich das machen soll oder nicht, da warte ich jetzt einfach mal eure Kommentare ab, ob ich euch doch noch irgendwie den Master-Modus so ein bisschen zeigen soll. Also wirklich das ganze Spiel komplett nochmal im Master-Modus werde ich sicher nicht let's playen, das würde den Rahmen sprengen, das tue ich mir auch nicht an. Aber so ein bisschen den Anfang zeigen, was sich da so verändert hat, das könnte ich theoretisch gerne machen. Aber nur, wenn sich die Mehrheit dafür ausspricht. Und ansonsten, ja, alles andere, wie gesagt, da fängt man aber wirklich von Anfang an, da hat man zum Glück einen separaten Spielstand, der ist uns auch ein bisschen bescheuert, wenn man den hier aufgeben müsste. Aber in dem Spielstand hier habe ich das alles erreicht, ich habe auch die ganzen wichtigen Klamotten gefunden, die es jetzt hier noch gab. Wie gesagt, ich habe hier die komplette Phantomrüstung, ich habe Midnas Krone, ich habe Tingles Outfit, ich habe Majoras Maske und ich habe die Krog-Maske. Na klar, ich könnte damit jetzt immer noch auf Krog-Suche gehen, aber wenn sie Krogs zeigen... Das wären mehrere, das wären lauter, ich weiß nicht, wie viele Parts das werden würden. Es wäre einfach nur mega langweilig in meinen Augen. Deswegen habe ich mir das bislang auch nicht angetan, das aktiv zu zeigen, wie ich jetzt auf Krogsuche gehe. Bringt mir im Prinzip auch nicht mehr wirklich was, weil mein Inventar ist schon vollständig vergrößert. Also wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ich euch noch so ein bisschen den Master-Modus zeigen soll oder nicht. Aber sonst war es das dann mit dem ersten DLC. Und der zweite kommt ja erst im Winter. Ne, der kommt ja erst, ich weiß nicht, vielleicht, ich rechne mit Ende November damit. Ende November, Mitte, Ende November, aber wie gesagt, wir wissen noch keinen Termin. Wir wissen auch noch nicht, was die Amiibos von den vier Recken machen werden. Also kommen ja noch Amiibos raus für Revali, Daruk, Mifa und Obosa, kriegt jeder ein Amiibo. Wir wissen noch nicht, was die im Spiel machen werden. Wir wissen auch noch nicht, wie genau sich die Story wirklich entwickeln wird. Wir wissen nur, es heißt Ballade der Recken. Das ist der Name vom zweiten DLC, worum es da genau gehen wird, weiß ich nicht. Es klingt für mich ein bisschen nach einem Prequel, dass wir so ein bisschen mehr über die Recken noch erfahren, als sie noch gelebt haben.
Es soll ja einen neuen Dungeon geben, da wissen wir auch noch nicht darüber Bescheid, wo der ist und was genau das ist und warum wir da überhaupt hin müssen und hin und her. Das wird sich uns hoffentlich irgendwann noch in einem Nintendo Direct zeigen oder irgendwie wird uns Nintendo da schon hoffentlich noch aufklären. Also, an sich, wie gesagt, war es das mit DLC 1, außer ihr wollt halt noch ein bisschen den Master-Modus sehen, dann möchte ich das natürlich gerne für euch noch machen, aber sonst war es das, ja? Dann geht das Let's Play wieder auf Pause, bis der zweite DLC im Winter draußen ist und da werde ich hoffentlich ein bisschen mehr zeigen können, weil wenn es eine neue Story gibt, das wird dann dementsprechend etwas länger dauern. Aber wir müssen halt leider noch ein Weilchen warten. Und natürlich zu guter Letzt nochmal die Frage, die ich in den Raum werfen möchte. Wer von euch, bitte ehrlich sein, wer von euch hat die dritte und letzte Schwertprüfung beim ersten Anlauf geschafft? Würde mich interessieren, deswegen ab damit in die Kommentare und eventuell bis zum nächsten Mal beim Master-Modus oder auch nicht. Werden wir dann sehen. Ich sag trotz alledem herzlich danke fürs Zusehen. Das waren die Schwertprüfungen. Die letzte natürlich richtig heftig. Mein Fazit dazu einfach nur übelst krass. Und ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr weiter drüber reden. Also ich bin froh, dass ich es beim ersten Anlauf geschafft habe, alle drei Prüfungen zu meistern. Also bis zum nächsten Mal so oder so bei Breath of the Wild. Macht's gut, Leute, und tschüss!